ihr seid noch nicht allzu sehr gelangweilt von dem, was ich hier mache. Das finde ich nett. Willkommen zurück hier zu Pilot Wings Resort. Wir sind im Freiflugmodus seit einigen Parts und sind ein weiteres Mal mit dem Hängegleiter, oder in dem Fall jetzt hier mit dem Tretgleiter unterwegs, um die letzten Ringe und Ballons vielleicht irgendwie zu finden. Ich weiß gar nicht, wie viele Ballons noch fehlen, ehrlich gesagt. Ringe jedenfalls nicht mehr viele, 5 Stück und Ballons auch nur noch 7. Ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile schon weiter als mit dem Jetpack und eigentlich hatte ich auch nicht vor, noch einmal mit dem Hängegleiter jetzt hier zu fliegen, sondern wollte eher mit dem Flugzeug jetzt dann weitermachen, aber habe mich jetzt dann gerade doch umentschieden. Hier irgendwo ist die geheimnisvolle Zone. Ich weiß da, okay, leider nicht genau wo, aber auf welcher Höhe. Jetzt habe ich sie nochmal gesehen. Ich möchte die auf jeden Fall gerade mal einsammeln oder versuchen. Und dann haben wir noch Miguels Flugschule, der wir folgen müssen, was mit dem Flugzeug wahrscheinlich einfacher ist. Und dann hätten wir alle Infopunkte. Angeblich soll hier ein großes blinkendes Objekt gesichtet worden sein. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber ja, nehmen wir mal so hin. Hier drüben haben wir schon Ballons und Ringe abgegrast. Ich war jetzt allerdings noch nicht bei diesem Ring. Neptunsring, Tritonsring, ich glaube, das ist der Tritonsring. Jawohl. Hier ist aber kein Ring irgendwo in der Nähe, zumindest nicht so, wie ich da jetzt lang geflogen bin. Aber genau diese paar Inseln da vorne, die möchte ich jetzt noch untersuchen. Ein Ballon muss da auf jeden Fall noch sein, an den kann ich mich erinnern. Und dann wird es das erstmal gewesen sein, dann werde ich mich privat ein bisschen mal da dran setzen. Den Rest auch hier mit dem Tretgleiter zu finden, genau wie beim Jetpack. Dass wir dann jetzt nochmal mit dem Flugzeug weitermachen oder dem Turbojet. Ich glaube, ich entscheide mich erstmal für das Flugzeug. Wobei, ich muss ja auch eigentlich nochmal zu Wedge Island mit dem Flugzeug. Vielleicht sollten wir uns dann doch erst nochmal... Ah, guck mal, da unten ist noch ein Ring. Komm, ich hole mir, glaube ich, lieber erstmal den Ring. Kriege ich den aus dem Winkel? Ja, doch. Sehr gut. Hier noch irgendwas? Also vielleicht wollte ich eigentlich nur ausführen, holen wir uns dann doch eher mal den Turbojet für Wedge Island. Und danach erkunden wir so ein bisschen den Rest nochmal genauer. Gerade auch die Unterwasserhöhle, da sind auf jeden Fall noch Ballons fürs Flugzeug. Aber nur fürs Flugzeug, nicht für den Turbojet, der ist glaube ich ein bisschen zu heftig dafür. Da fliegt auch wieder der Miguel auf der Karte rum, der ist jetzt bei diesem roten Balken. Der interessiert mich allerdings jetzt nicht so. Ich würde gerne nochmal zum Neptunsring. Wobei ich auch da sehe, da habe ich schon einen Ring daneben eingesammelt, weil er ja in der Nähe von dieser Lagune war. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich das schon habe. Was ist dieses... Ach so, das ist glaube ich so eine Treibstoffplattform oder sowas in der Art. Hier durchfliegen bringt ja auch nichts, oder? Und hier ist auch kein Ring oder irgendwas. Okay. Gut, ich glaube, dann bin ich hier erstmal wieder fertig. Ich versuche mal hier nochmal in die Lagune zu fliegen. Mal gucken, ob da noch was ist. Ob ich was übersehen habe, vielleicht. Sieht nicht so aus. Dann sieht das schon mal vielversprechend aus hier. Ich glaube, 2-3 Ringe habe ich jetzt nochmal mitgenommen. Es sollten also noch 2-3 Ringe fehlen. 5 waren es vor diesem Versuch. Genau, und da vorne ist diese Höhle, in die wir mit dem Flugzeug auf jeden Fall nochmal rein müssen. Zum ersten Mal mit dem Flugzeug. In diesem Freiflugmodus. Mit dem Gleiter war ich da jetzt nicht drin, aber ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass da... Oh, shit! So tief war er schon. Gut, das habe ich jetzt irgendwie falsch eingeschätzt. Ich schätze nicht, dass wir mit dem Dings da rein müssen. Durch Höhlen bin ich jetzt hiermit echt nicht geflogen. Das kann sehr gut sein, dass da noch, ja, Ringe oder Ballons sind für den Gleiter. Das würde ich als erstes, glaube ich, ausprobieren. 2 haben wir gefunden. Gut, 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 gut. Dann sieht das doch schon mal sehr nett aus. Gut. Zurück zum Flugzeug. Ich glaube, mit dem bin ich auch noch nie nachts geflogen, oder? Ich fliege auf jeden Fall jetzt mal nachts. Wäre natürlich gut zu wissen, wo der Turbogleiter denn... Oder der Turbojet so rum startet. Ah, okay, der startet jetzt nicht so perfekt für Wedge Island. Aber ich fliege jetzt mal zu Wedge Island. Glaube ich. Ist das die richtige? Scheiße. Okay, nee, Moment, ich bin jetzt... Wo ist Wedge? Da drüben? Nee, nee.
Da ist Wedge Island. Oder? Ich würde gerne noch ein bisschen mehr rauszoomen. Nee, Quatsch. In die Richtung ist Wedge Island. Da hinten. Mein Gott, jetzt habe ich's. Okay, ich habe wieder so ein bisschen Orientierung jetzt. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie man auf dem Kopf liegt, ne? Das muss doch auch ohne Looping gehen, oder? Ah, guck mal, so irgendwie. Ah, okay, beide Knöpfe gedrückt halten. Beide Knöpfe gedrückt halten, das habe ich jetzt gerade verstanden. Okay. Ja, schön. Wunderbar. Mit dem richtigen Timing kann man es natürlich auch anders machen. Oh, guck mal, da ist noch ein Ballon. Hallo. Ich dachte, in der Innenstadt wäre ich auch schon gewesen. War ich bestimmt auch. Also den Turbojet möchte ich eigentlich jetzt aktuell erstmal nur für Wedge Island benutzen, weil sonst ist der mir einfach zu schnell. Ich hoffe, der ist mir nicht auch hier zu schnell. Aber ist natürlich super, um diese Distanz zurückzulegen, ne? So, da oben haben wir den ersten Ballon. Im besten Falle sollten wir jetzt hier auf Wedge Island keinen ausgegrauten weißen Ballon mehr irgendwie sehen. Ne? Wenn wir hier durch sind. Diese Trickringe finde ich irgendwie echt... Ist auf jeden Fall das Döfste. Ja, das war falsch rum. Scheiße. Das muss ich auch noch so ein bisschen reinkriegen, wie rum was ist. So, da hinten sehe ich noch einen weißen Ballon. Hier sehe ich noch einen weißen Ballon. Da sehe ich einen Trickring. Ich mag die Trickringe echt überhaupt nicht. Aber gut, mit dem Turbojet ist das auch alles nochmal eine Ecke schwieriger. Ja, deswegen, also hier muss ich auch nochmal mit dem normalen Flugzeug einfach hin. Einfach wahrscheinlich wegen den Turboringen schon. Ja, shit. Ja, ich glaube, das war eine Schnapsidee. Also ich glaube, das Ding ist für den Freiflugmodus, wenn man wirklich Sachen mitnehmen will, finden will, erkunden will, das ist, sollte eher nicht so die erste Wahl sein. Oder überhaupt eine Wahl. Wow, dass das gezählt hat. Ich war eigentlich komplett kacke gedreht. Die Unfallrate ist jedenfalls überraschend hoch. So, perfekt. Ja, das geht doch eigentlich verhältnismäßig ziemlich gut, da durchzufliegen gerade. Also ohne, dass ich die nicht mitnehme. Es war wieder falsch rum. Es hat aber irgendwie gezählt. Warum auch immer. Finde ich nett. Okay, das war glaube ich sogar ein fester. Auf die Ballons habe ich mir jetzt länger nicht konzentriert. Ach, aber bitte. Der war doch jetzt richtig gedreht. Jetzt, bitte. Nee, also... So geil der Turbojet an sich auch aussieht, so vom... Oder sich anhört, sagen wir mal. Der ist halt doch sehr limitiert irgendwie. Guck mal, das wäre doch... Ja, super jetzt, ja. Ach, super. Ich glaube, den kriege ich so nicht mehr. Das Ding ist einfach zu schnell und nicht einfach zu bändigen. Was muss ich denn machen? Ich bin doch richtig. Jetzt mal ohne Witz, oder verstehe ich gerade irgendwas falsch? Hä? Vor allem, weil der teilweise, obwohl ich kaum in der Richtung ausgerichtet war, das akzeptiert hat. Ich mag die Trickringe nicht. Punkt. Und ich habe gerade mal 7 Stück. Doof. Ja, ja, ist okay. Fluggerät wählen, ich möchte dieses Ding nie wieder nehmen. Das ist zu schnell. Das ist einfach zu schnell. So, wir bleiben bei nachts und wir sollten eigentlich am besten wieder rüber zu Wedge. Ich habe aber keinen Bock. Ich gucke mich jetzt erstmal hier ein bisschen um mit moderatem Tempo. Und wir sind ja auch ganz in der Nähe vielleicht. Ja, doch, ich glaube, ich gehe mal direkt in die Unterwasserhöhle. Ja, was man halt so direkt nennen kann, wenn ich natürlich hier irgendwie direkt Ballon sehe, nehme ich es auch mit. Und Trickringe genauso. Ah, das ist schon viel besser, ne? Man kann hier viel besser irgendwie kontrollieren, was abgeht. So. Genau, da habe ich tatsächlich noch einen gesehen. Oh, was ist das denn da für eine... Ach so. Ja doch, ich kenne die Höhle, glaube ich, aber irgendwie hat die mir gerade extremst wenig gesagt. Ach, man muss... Ich glaube, das Ding ist, man muss wirklich durch das Gesicht fliegen, oder? Also es reicht nicht, durch den Ring selbst zu fliegen. Zumindest habe ich das jetzt so... sah für mich gerade danach aus.
Dann würde ich das alles ein bisschen besser verstehen. Dennoch, diese stationären Sachen sind viel besser. Die stationären Sachen sind einfach viel besser. Okay. Ja, da drüben sehe ich auch noch einen weißen Ballon. An den erinnere ich mich auch. Dass ich ihn irgendwann mal auslassen, also nicht mitnehmen konnte mit den anderen Gefährten. Konkret mit dem Jetpack. So, wie ist das gedreht? So, passt schon. Perfekt. Ja, nehmen wir die doch direkt mal mit da hinten, die Insel. Es ist auch wieder so schön, dass wir einfach wieder jederzeit hoch und runter fliegen können, wie wir gerade lustig sind. Nicht so mit dem Hängegleiter. Oder Tretgleiter. Wie man möchte. Ja, okay, da war ich jetzt ein bisschen zu früh natürlich. Ansonsten können wir halt so fliegen, ne? Das versuche ich jetzt einfach mal. Allerdings ist halt die Steuerung natürlich ein bisschen schwieriger. Links-rechts technisch. Bis kaum möglich. Nein! Komm! Das schaffe ich jetzt so, komm. Perfekt. Jetzt noch direkt den mitnehmen, wäre super. Falsche Richtung! Da, ja. Ja, komm, komm. Nein! Ach, shit. Oh, Mann. So ein Scheiß, ne? Okay, komm. Versuchen wir das mal irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin, komm. Ja, komm, komm. Ja, 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 ja. Ja, perfekt, so. Reicht. Ich glaube, ich bin echt besser, wenn ich das einfach mit Durchdrehen mache und hoffe, dass ich zum richtigen Zeitpunkt durchkomme. Wie bei neuen Live, ne? Ich glaube, das ist für mich die beste Chance. Deswegen sind die wahrscheinlich sogar noch besser als die, die komplett so falsch rum sind. Okay, jetzt. Wenn er ganz unten ist, muss ich mich dann trotzdem irgendwie drehen? Nach keine Ahnung. Ich versuche mich einfach durchzuwirbeln, egal wie es aussieht. Vielleicht muss ich das sogar. Vielleicht ist das... Ach, stimmt. Vielleicht ist das sogar generell gefordert. Das fällt mir jetzt erstmal auf. Vielleicht heißt das, wenn sich das Ding dreht, also wenn sich mein Mi dreht, heißt das nicht, okay, du musst ihn dann zu dem Zeitpunkt, wie das da ist, in der Position durchfliegen, sondern du musst da durchwirbeln. Das würde auch erklären, warum ich die ganzen Sachen getroffen habe immer. Lol, darüber habe ich nie nachgedacht. Dann ist es ja sogar viel einfacher, diese Dinger mitzunehmen. Weil man einfach nur durchwirbeln muss und fertig. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, ne? Meine Güte. Ich glaube, so ist das gedacht. Dann macht das auch alles Sinn. Und es ist eigentlich jetzt viel zu spät. Nee, da fliege ich jetzt auch nicht durch. Ich muss halt vielleicht nur in der richtigen Drehung halt, also richtig rum quasi durchfliegen. Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was halt wichtig ist. Okay, ja, klar, okay. Ja, hier auf der Seite habe ich noch so viel jetzt auch übersehen, was ich noch mitnehmen kann. Sehr schön. Da haben wir noch genug Potenzial für die nächsten Runden. Oh Gott, dass ich das die ganze Zeit nicht verstanden habe, weil das erklärt das einfach komplett, ja. So, Ballons brauchen wir noch. Ja, doch immer bei 20, ne? Ja, genau. Dann sind wir auch schon ziemlich weit bei den Ballons. Trickringe fehlen auf jeden Fall noch viele. Ich mag es, wie ich am Anfang der ersten, also der letzten 4 Minuten einfach gesagt habe, so, ja, dann fliegen wir heute mal durch die Höhle am besten durch. Dann habe ich mich ablenken lassen und dann habe ich mich eigentlich kontinuierlich von diesem Ziel ablenken lassen. Mich aber auch gar nicht mehr darauf konzentriert, ehrlich gesagt. So, perfekt, da oben habe ich den nächsten gesehen. Also ich habe jetzt nicht mehr den Anspruch, das jetzt direkt zu machen, diese Unterwasserhöhle. Aber ich sag mal so. Ich möchte es trotzdem jetzt mal versuchen, diesen Flug. Und ich sehe gerade auch tatsächlich erstmal nichts Spannendes mehr. Okay, da hinten ist ein ausgegrauter Ring. Alles klar. Aber war hier nicht noch ein weißer Ballon? Habe ich hier nicht irgendwo noch einen weißen Ballon gesehen? Da hinten. Okay. Aber hier fliege ich jetzt wieder irgendwo rein, ne? Ja, das ist gut. Ob ich da durchkomme, ist die andere Frage. Wäre sicherlich gut. Die Tunnel beim Wasserfall ist das, genau. Guck mal, da ist nämlich noch ein weißer Ballon. War erwartbar, würde ich sagen. Ein weiterer, ja, weitere Trickringe. Ja, ich fliege lieber durch den hier.
Oder auch nicht. Aber weiße Ballons, die sind immer willkommen, immer gut. So, einmal den. Vielleicht kriegen wir den noch direkt. Oh, müsste passen. Ja, und jetzt ist hier noch so viel am Start. Da werde ich wahrscheinlich wieder nicht dahin kommen, wo ich hin will eigentlich. Oh, ich mag die nicht. Ich mag die einfach nicht. Ah, da ist noch ein weißer Ballon. Oh, das hat gezählt. Ja, warum auch immer. Oder muss ich da mein Gesicht nur berühren? Ach, ich hab's doch, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, diese stationären Dinge. Vielleicht ist das auch einfach nett, teilweise. Dass es meint, obwohl ich das eigentlich nicht richtig gemacht habe, zählt das trotzdem. Keine Ahnung. In dem Tunnel könnte auch noch was gewesen sein, ja. Aber ist mir jetzt erstmal egal. Die sind ja alle so blöd gedreht, also der hier zumindest schon wieder. Ja, perfekt. Der hier dreht sich, alles klar. Ja, das war klar irgendwie. Hier oben ist noch ein weißer, sehr gut. So, wie ist der gedreht? Oder dreht er sich? Der dreht sich, alles klar. Kriegen wir hin. Wunderbar. Ah, wieder ein weißer Ballon, perfekt. Wir haben auf jeden Fall wieder eine weitere Stufe erreicht. So muss das sein. Auf die Miguel habe ich mich jetzt hier mit dem Flugzeug noch gar nicht konzentriert wieder. Sollte ich halt irgendwann mal machen. Aber mein Gott. Ich glaube, das gibt nur ein Diorama, oder? Oder gibt mir jetzt auch nochmal Flugzeit? Das macht ja keinen Sinn. Das machen ja generell nur die Ballons. Würde ich jetzt mal vermuten. So, hier muss ich eigentlich auch nochmal rein wahrscheinlich, oder? Oder wobei, muss ich hier rein? Ich habe da jetzt... Ja, ich glaube, da muss ich nur mit dem Jetpack rein. Da kann ich mit dem Flugzeug auch kaum rein. Weil ich bin da ja mit dem Jetpack lang und habe da ja gesehen, dass da sonst nichts ausgegraut war oder so. Da könnte trotzdem Trickring sein. Aber wahrscheinlich eher andersrum. Dann müssen wir da mal gucken. Da ist auch noch einer. Nehmen wir mit. Hier in dem ganzen Wohngebäude habe ich... Wohnbereich habe ich die Trickringe auch gar nicht gemacht. Da müssen wir auch noch mal lang fliegen. Und da noch und da noch. Ja, ja. Wir haben noch einiges vor uns. Ja, scheiße, er hat nicht gezählt. Ich habe extra jetzt beschleunigt, weil Zeit knapp geworden ist. Aber es reicht nicht. Na gut. Machen wir abends weiter? Also nachts oder abends oder tagsüber? Ich weiß nicht. Neues Diorama, genau. Achso, nee, das meinte ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Aber Ballons gefunden. Wir haben genug Trickringe jetzt. Okay. Wo sind wir denn überhaupt bei verschiedenen Tageszeiten? Ich wollte schon noch weitermachen. Weil wir immer noch nicht... ist ein kleines Meme mittlerweile. Durch die Wasserhöhle geflogen sind. Habe ich da gerade einen weißen Ballon eigentlich gesehen in der Vorschau? Ist das überhaupt akkurat, was die Vorschau mir anzeigt? Ich glaube schon. Naja. Also gerade Wohngegend, die ganze Stadt da, der ganze Bereich... wird sowieso nochmal untersucht hinsichtlich Trickring. Da wird dann auch irgendwann noch irgendwie so ein Ballon oder sowas auffallen. Was heißt oder sowas? Ich weiß ja, wo Miguel der letzte Infopunkt ist. Um die müssen wir uns so gesehen keine Sorgen mehr machen. Da weiß ich, was da abgeht. Da drüben ist leider noch ein Trickring. Ich will jetzt aber erstmal hier rein. Sonst mache ich das nämlich wieder nicht. Und das muss ich auf jeden Fall tun. Hier haben wir einen Ballon. Vielleicht auch einen Trickring. Will jetzt erstmal nicht drauf wetten. Doch, da ist ein Trickring. Alles klar. Sehr gut. So, jetzt komme ich hier raus. Dann kann ich ja eigentlich, oder... Ja, genau, doch, perfekt, genau. Dann fliege ich jetzt einfach wieder hier lang. Und hole mir dann jetzt diesen anderen Trickring. Das klingt nach einem Plan. Das war doch hier, ne? Ja, das war hier, genau. Perfekt. Okay. Alles klar. Ist auch einer, der sich dreht. Den sollten wir also First Try bekommen. Kein Problem. Sehr schön. Ja, genau. Den Vulkanpfad habe ich ja auch noch gar nicht verfolgt. Wäre auch nochmal eine Idee. Da oben sehe ich noch einen Einzelnen, der sich dreht. Wunderbar. Hallöchen. Habe ich hier nicht noch irgendwie einen nicht bekommen? War da nicht mal was hier in der Gegend? Nein? Oder habe ich den mittlerweile?
Ich sehe jetzt hier nichts Rotes, außer die roten Ballons natürlich. Die sehe ich, keine Sorge. Wieder ein Drehender, wunderbar. Aber ich muss auch, glaube ich, oder muss ich da nochmal durchfliegen? Da bin ich eigentlich schon halb durchgeflogen gerade, oder? Oder habe ich jetzt was falsch im Kopf? Diesbezüglich, meine ich. Was ist mit dem? Der ist so rum, okay. Kriege ich, sehr gut. Allerdings ist auf der anderen Seite des Flusses, die ich jetzt nicht verfolgt habe, da ist leider auch noch was. Aber es ist leider, ich habe dann immerhin Anhaltspunkte, wo was ist und muss noch nicht suchen. Ja, es war klar, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, dass das passieren wird. Aha, egal. War ich beim Strand schon mit Trickring? Ich habe keine Ahnung. Wenn man alles doppelt und dreifach macht, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber eigentlich finde ich die Zeitbegrenzung sehr gut. Ich finde es auch gut, wie das gelöst ist, wenn man Ballons sammelt, dass das dann hochgeht und so. Ich finde das eigentlich eine sinnvolle Limitierung. Muss ich sagen. Nervt zwar am Anfang ein bisschen, aber ist eigentlich in Ordnung. War ich hier jetzt schon oder gab es hier noch was jetzt, was ich nicht habe? Wie rum auch immer. Ja, es gibt hier jedenfalls nichts mehr. Da hinten haben wir noch einen weiteren Trickring. Die Drehen sind mir echt am liebsten. Die sind toll. Wenn man sie verstanden hat. hier ist auch noch... Oh, hallo. Na, ich bin Marcel Davis. Wenn mein Mii das irgendwann sagt, dann wird's ausgetauscht. Ja, das ist Schmutz. Aber da hinten ist noch ein weißer Ballon. Ja, weißt du was? Leck mich. Ich versuche das irgendwie während der Drehung hinzukriegen. Ich hoffe, das zählt. Nein, scheiße. Okay, dann muss ich mich da nochmal besonders anstrengen. Ich würde aber jetzt eher mal dem Ballon weiterfolgen, als es mal umzudrehen. Ja, okay, hier ist die Sackgasse. Ich glaube, hier ist dann doch nichts mehr. Kriege ich die Kurve irgendwie noch? Ah, da guck mal, da oben ist auch nochmal ein Trickring. Ein Drehender. Und da ist der Miguel in der Nähe, aber wir schaffen jetzt sowieso keine 15 Sekunden mehr, den zu verfolgen. Und ich habe vielleicht dezent vergessen, wo denn mein eigentlicher Trickring gerade war. Den hier kriege ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Naja, vor allem nicht, wenn ich mich falsch ach, egal. Egal. An der Flanke, da haben wir auf jeden Fall noch was. Ja, wir sehen jetzt ziemlich viel nachts, aber ich möchte auch weiterhin jetzt bei Nacht bleiben, weil es einfach die beste Tageszeit ist, um Sachen zu sehen. Da werde ich jetzt nicht ändern, wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt in dem Part. Das könnte auch schon wieder der letzte Flug sein, ne? Ja. Wenn ich das so zeitlich sehe, macht das wohl Sinn. Oder wir hängen noch einen dran. Mal gucken. Wie ich mich fühle. Wie ich so den Fortschritt sehe. Weil das Ding ist ja auch, ich möchte dann selber dann ein bisschen erkunden und euch das dann wahrscheinlich zusammenschneiden, was sonst noch so fehlt. Insofern, also ich möchte jetzt hier nicht mehr ewig rumfliegen, nach den letzten Sachen suchen. Das werde ich halt tun, klar. Aber das werde ich nicht... Ich werde dann nicht irgendwie 5 Minuten Flüge machen, wenn wir das dann irgendwann jetzt haben. Ja gut, 5 Minuten ist das letzte Upgrade, ne, wenn wir dann keinen Ballon mehr haben. Aber jetzt auch 4 Minuten 30 und dann finden wir einen Ballon oder so. Das möchte ich euch jetzt nicht antun. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich der letzte Flug oder zumindest der letzte, also alles, was wir hier über den Part hinaus haben, wird wahrscheinlich dann schon geschnitten sein. Sodass wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich dann auch schon die, ja, Perfektionierung der Mission angehen, wobei wir da auch gucken müssen. Ich werde das mit euch anfangen. Aber wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, partout nicht, dann wird das wohl auch nach Offscreen verschoben. Mal gucken, wie es so läuft. Was hier noch was ist, war irgendwie auch zu erwarten. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir von hier aus auch noch was sehen können. Trickringe sind hier sicherlich irgendwo. Vielleicht sogar noch ganz oben irgendwo. Nein, da ist nur ein Ballon. Ein Trickring kenne ich ja noch. Irgendwo. Ja, irgendwo ist gut. Wo denn eigentlich genau? Auf der Seite hier, ne? Da, das müsste mein Trickring sein.
Das müsste er sein. Ich versuche mal ein bisschen hier zu manövrieren mit dem. Ja, so wird das nix. Oh, guck mal. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, genau, beim Wasserfall hier genau so in der Gegend habe ich mich nicht so gründlich umgeschaut. Ich verpeile immer so ein bisschen die ganzen... ich habe da drüben noch einen gesehen, keine Sorge. Ich verpeile auch immer so ein bisschen die einzelnen Höhlen, die es gibt. Ja, hier sind halt noch so viele Trickringe, ne? Eigentlich müssen wir hier noch einen Flug machen. Für die ganzen Ringe. Davon gibt es hier im Stadtgebiet gerade noch ziemlich viel. Da ist auch noch ein weißer Ballon, sehr schön. Naja, das ist doch gut hier. Das ist doch alles... Kann man aber draus holen. An neuem Stuff. Aber dieser eine Ring wird ein bisschen nervig sein, glaube ich. So, wo war der weiße Ballon? Irgendwo hier zwischen den Häusern. Shit, ich sehe ihn gerade spontan leider nicht. Ja, schön, dass ich ihn erwischt habe. Nehmen wir mal den mit. Falsch rum. Also ich glaube, das kommt tatsächlich darauf an, dass man richtig rumdreht. Wobei ich mich wundere, dass ich das bisher immer richtig rumgemacht habe. Das war wieder falsch. Ach Gott, Niklas. Es ist gerade... Hier rum muss ich drehen. Jetzt wieder so rum, ne? Genau, so, passt. Einfach zweimal falsch rumgedreht. Okay, da drüben ist noch einer. So rum. Mit L. L muss ich drücken. Hier oben noch was vielleicht? Nein. Guck mal, jetzt sehe ich den Ballon sehr gut und jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig, oder? Wobei doch, es könnte reichen. Knapp, aber es könnte reichen. Ja, es reicht. Sehr gut. Dann haben wir den. Aber Trickringe sind hier noch. Ja, komm, weißt du was? Wir machen noch einen letzten Flug jetzt hier. Ich sage jetzt so, der letzte. Mal gucken. Viele Ballons sollten nicht mehr fehlen im D-Modus hier. Es fehlen ja insgesamt nur noch 11. Aber ich weiß auch nicht auswendig, wie viele mir bei den anderen beiden gefährten Flugdingern da fehlen. 4 Ballons fehlen mir so. 4 Ballons und 16 Trickringe. Ein Trickring kenne ich. Und genau, ich wollte nochmal zu Wedge Island. Da fehlten mir, glaube ich, vor allem auch noch Trickringe, oder? Oder war das nur ein Verdacht? Bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, ob es ein Verdacht war oder wirklich, ob ich das weiß. Naja. Wie sieht's beim Strand aus? Ich weiß nicht. Naja. Ich werde selbst auf jeden Fall dann nochmal da lang fliegen. Nach diesem Part wahrscheinlich direkt werde das euch dann aufbereiten und dann passt das doch. Vielleicht sogar noch mit Live-Commentary mal gucken. Viele Ringe fehlen ja, also viele insgesamte Sachen fehlen ja nicht mehr. Oh, ich war noch zu weit weg, glaube ich sogar, oder? Ich dachte erst, warum hat er nicht gezählt? Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit gesagt, hier sind noch so viele Ringe. Aber irgendwie habe ich schon fast alles. Oder? Ach, guck mal, da ist noch ein Ballon. Sehr gut, sehr gut. Ach, ich mag diese Überkopfdinger nicht. Das war, glaube ich, der erste auch, wo ich mir gesagt habe, so, wie soll das denn gehen? Ich riskiere mal wieder diesen... Ja, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das rafft der, dass ich mich drehe. Leider. So, hier war der, ne? Ja, nehmen wir den mal mit, direkt. Warum habe ich das denn manchmal so souverän geschafft? Ah, ja, ja, nein, 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 nein. Ja, es hat gezählt, gut. Ich war nah genug dran. Ich fliege gerade mal hier hin. Einfach nur, um zu checken, ob hier noch was ist. Weil wir gerade recht in der Nähe sind. Gerade da hinten in dem Turtelstrand-Gedöns. Ja, da ist noch ein weißer Ballon, ne?
Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ist unser zweiter jetzt in dem, glaube ich, in dem Versuch. Ja, sehr gut. Das heißt, dann fehlen... Ja, ich habe mir tatsächlich schon wieder nicht gemerkt, wie viele mir hier in dem Modus fehlten. Aber insgesamt fehlen mir nur noch 9. Das ist gut. Ich fliege trotzdem nochmal hier drauf. War hier noch ein Trickring? Natürlich war hier noch was. Das habe ich natürlich noch gar nicht beachtet. Drehen, finde ich gut. So sollten alle Trickringe sein. Okay, so rum wieder. Mit R. Jawohl. Ja, dann sollten wir eigentlich zur Feuerwerkszone 1 nochmal rüberfliegen, oder? Ja, komm, machen wir. Jetzt sind wir gerade schon auf dem Weg, dann machen wir das auch. Solche Sachen kann man dann natürlich auch mit dem Turbogleiter machen, das... Mit der Turbogleiter sei schön, mit dem Turboflugzeug halt. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller. Turbojet heißt er, glaube ich, dann, ne? Weil jetzt komme ich auch wieder nicht so wirklich zurück gleich. So ein Kackding. Naja. Ich habe ja auch noch gesagt, ich komme nicht mehr wirklich zurück. Und stimmt, ich habe jetzt Miguel immer noch gar nicht verfolgt. Ja, das ist auch ein bisschen doof eigentlich. Ja, das kann ich sowas dann vergessen. Na, vielleicht kriege ich es ja hin, irgendwie so ordentlich jetzt zu lenken. Ja doch, das sieht gut aus. Wenn ich denn halt die Richtung verstehen würde, in die ich lenken müsste. Spoiler, tue ich nicht. Ich tue mich da sehr schwer, aber das sieht gut aus. Okay. Ach ja, das ist jetzt eigentlich verschenktes Potenzial hier. Also, verschenkte Zeit jetzt. Jetzt kommt halt eh nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen... Ich beende dann nach diesem Flug jetzt den Part. Und werde dann aber weiter, ja, mein Mikro anlassen, sag ich mal, während der Aufnahme. Und werde euch das dann einfach zusammenschneiden. Das war schon Live-Commentary an sich haben, aber halt komprimiert, weil das ist sonst halt, glaube ich, einfach zu langweilig und langwierig. So, Oh, Moment, wie viele Trickringe fehlen uns denn jetzt noch? Ach so, nee. Ich dachte gerade, uns fehlt nur noch einer. Nein, es fehlen noch 11. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann wird es ein bisschen Zusammengeschnittenes geben. Bis dann. Ciao.